So, hallo, weiter geht's mit einer totalen Fahrstuhlmusik und dem Tutorial. Die Stadt braucht dich. Bringe die regionale Wirtschaft zum Erblühen und sorge so dafür, dass deine Stadt einen regelrechten Boom erlebt. Dein logistisches Geschick ist der stärkste Wirtschaftsmotor weit und breit. In diesem Tutorial versorgst du eine Stadt mit Gütern. Okay. Die Bewohner der Stadt haben noch andere Bedürfnisse, als sich bloß herumkutschieren zu lassen. Die Stadt braucht Güter für Gewerbe- und Industriebetriebe. Diese lassen die Stadt zusätzlich wachsen. Zeit, die Wirtschaft anzukurbeln. Eieiei. Schaffe Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten. Werde zum Wirtschaftsmotor der Region. Es gibt eine ganze Reihe an Gütern. Sechs davon sind sogenannte Endprodukte, die in die Stadt geliefert werden können. Mhm. Betriebe, welche die Güter für den Endverbrauch in der Stadt produzieren, befinden sich außerhalb der Städte. Hier zum Beispiel ist eine Fabrik, die Baumaterial herstellt. Baumaterial ist eines der Endprodukte, die von der Stadt verbraucht werden und als Rohstoff Stein benötigen, um hergestellt werden zu können. Aha. Stein wird in einem Steinbruch abgebaut. Der Steinbruch benötigt keine Güter, um zu funktionieren und bildet somit den Anfang der Produktionskette. Der Steinbruch hat bereits mit der Produktion von Stein begonnen und legt die Güter in seinem Ausgangslager ab. Dein Ziel ist es, diese Waren zur Fabrik für Baumaterialien zu liefern. Verstehe. Der Steinbruch braucht Abnehmer. Sorge dafür, dass der produzierte Stein seinen Weg in die Baumaterialfabrik findet. Denn Baumaterial ist in einer wachsenden Stadt immer gefragt. Baue jeweils einen Güterbahnhof im roten und grünen Bereich. Das machen wir jetzt, ne? So, passt auf. Als erstes ist es ein Güterbahnhof. Na, das ist schon mal gut. Jetzt ist die Frage. Was denkt er? Ach so, hier ran? So mitten im Wald. Ein bisschen. Ich sag nur. Das ist nicht schön, ne? Wie wird die Natur hier niedermachen? So, wo ist rot? Da drüben? Okay. Dann. Es ist blöd, dass das Ding invertiert ist. Ich habe aber leider noch nicht in den. Ich habe noch nicht in den. So. Ich glaube, so lassen wir es mal. Die Bahnhöfe sind errichtet. Nun steht dem Rollen der Steine nichts mehr im Wege, außer vielleicht ein unebenes Terrain. Mhm. Nichts, das sich nicht mit Geld lösen ließe, wobei es sich doch lohnt, seine Strecke sorgfältig zu planen. Echt? Verbinde die Güterbahnhöfe mit Gleisen. Und ihr denkt nicht, dass ich die einfach nur mit Gleisen zu verbinden brauche? Zack. Kollision. Wartet mal, jetzt müssen wir mal hin. Irgendwas passt hier nicht. Ah, jetzt. Perfekt. Angebunden. Schon bald können wir den Stein auf seine Reise schicken. Zum Glück ist so ein Stein weit weniger anspruchsvoll als ein Pendler. Erstelle eine Linie und füge die Güterbahnhöfe hinzu. What? Wieso? Ich habe doch schon Güterbahnhöfe und Linien erstellt. Ach so, halt. Ja, ich weiß, was ihr meint. Ich weiß. Achso. Ich klicke mal drauf, obwohl ich gar nicht drauf zu klicken bräuchte. Ne? Innsbruck Ost nach. Was ist das hier? Weiß niemand. Nun wird noch ein Güterzug benötigt. Errichte als nächstes ein Depot. Ja. Depots werden benötigt, um Fahrzeuge zu kaufen.
Wähle das Depot für Züge aus dem Baumenü und baue es in den gelb markierten Bereich. No problem. So. Nun benötigst du einen Zug, der die Steine vom Steinbruch zur Fabrik liefern kann. Aha. Klicke auf das Depot und wähle Zug kaufen. Und kaufe eine Lokomotive und zusätzlich 5 Schüttgutwaggons. Achte darauf, dass die Waggons Steine laden können. Schüttgut. Okay, ja, wir binden aber erstmal hier das hier an. Nicht, dass wir wieder Probleme bekommen. So, jetzt kaufen wir Züge. Können wir aber wieder so eine nehmen hier. Oder wollen wir mal die da hier nehmen? Wir haben genug Geld. Nehmen wir mal die hier. So, kaufen. Aha. So, wir kaufen weiterhin. Achso. Wir kaufen weiterhin Schüttgut, ne? Kohle, Stein, juhu. Wie viel brauchen wir? 5. Warum kann ich das jetzt? Ich muss das doch irgendwo hier eingeben können, dass ich 5 Stück kaufe, oder? Oder? 1, 2, 3, 4, 5. Los geht die Fahrt. Weise den Zug der Linie zu. Mach ich. Hervorragend. Aha. Der Zug macht sich auf den Weg, um die erste Ladung Stein abzuholen. In der Zwischenzeit kannst du den Steinbruch und die Fabrik für Baumaterialien anklicken, um mehr über die Produktion zu erfahren. Ich will doch aber schauen, wie der Zug fährt. Da ist ja noch was drin. Das muss doch leer sein. Übrigens, bei meiner Modelleisenbahn hatte ich auch so eine hier. So eine hatte ich. Die fand ich cool. Schön, oder? Ich finde es so schön, wenn das dann immer hier ist. Nett. Schaut hin. Jetzt fahren wir genau mit dem Zug hier. Es wäre natürlich schön, wenn hier noch so Rehe. Naja, gut, Rehe. Ist ein bisschen zu viel. Also ein paar Vögel in der Luft wäre doch nett, oder? Ah, da gibt es ja bald. Ich glaube, im ersten Quartal 2018, dann kommt so ein richtiger Eisenbahnbausimulator. Ich meine, das ist ja hier mehr oder weniger ein Transportsimulator. Aber da kommt einer, so wo man auch, ich glaube, wo man einfach die USA, glaube ich, besiedelt. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob dann auch was drin ist. Im Stein. Ja, hier müsste natürlich, wenn wer sowas hier schaut, der muss natürlich einfach ein bisschen. Ah, schön. Der muss natürlich auch einfach ein bisschen gerne auch mal einfach nur zuschauen, ne? Und entspannt. Oh, macht hier ein. Schau doch mal hin. Was? Wie viel? Was ist mit den anderen Wagen hier? Warum machst du die nicht voll? Für was habe ich denn 5 Wägen Rang? Naja. So, was können wir denn jetzt an den Steinbruch hier? 34er Produktion. Mhm. Und wie viel stellt er jetzt zur Verfügung? Im Lager sind 58. Warum hat er die jetzt nicht mitgenommen? Das frage ich mich echt. Warum? Um Gottes Willen. Es wäre natürlich cool, wenn jetzt hier, wenn man hier irgendwie sehen würde, wie die den Stein abbauen, wie bei Siedler. Ja, Siedler war schon schön. Ich habe jetzt mal wieder richtig Lust auf so ein Aufbaustrategiespiel. Irgendwie. Oder so ein Spiel wie Spellforce. Da habe ich echt mal Bock drauf. So ein Spiel wie Spellforce. So. Kann ich da hinschauen? Achso. Perfekt. Ja, warum hat er nicht voll gemacht? Ne? Das ist was ich hier nicht ganz verstehe.
Die Passagiere steigen nicht ein. Der macht seine Steine nicht voll. Sehr gut. Die erste Lieferung Stein ist bei der Fabrik eingetroffen. Die Fabrik beginnt nun mit der Umwandlung von Stein in Baumaterialien. Dazu werden Steine aus dem Eingangslager genommen und im Ausgangslager als Baumaterial abgelegt. Schön. Und dann braucht man dann wahrscheinlicherweise wieder was, um das wieder woanders hinzukarren, ne? Oh, das wird schwierig. Das Lager der Fabrik füllt sich. Richte zum Abtransport der Baumaterialien eine LKW-Linie in die Stadt ein. Cool. Baue je eine LKW-Station in den farbig markierten Bereichen. Okay. So, LKW. Cargo. Große LKW, LKW. Wir wollen eine große. Na gut, dann nehme ich eine große. So, ja, wir müssen die hier anbinden. Machen wir es so nah wie möglich. So. Und dann, wo... Hier. Muss ich hier auch eine LKW-Station machen? Echt? Und dann wird es hier gelagert? Ist das richtig? So wird es auf alle Fälle nichts. Ja, wie soll denn das jetzt funktionieren hier, bitteschön? Das wird nichts hier. LKW-Stationen werden abseits der Straße platziert. Ja, aber... Jetzt mal ganz ehrlich. Wie soll ich denn das machen? Ich kann doch nicht die ganzen anderen Häuser hier wegreißen. Und wie soll denn meine Straße da durchführen? Oder wir machen es anders. Wir drehen es um. Wir können, warum können wir es denn nicht zum Beispiel hier hin? Aber pass auf, wir machen es mal so hin. Ich glaube, so wird es vielleicht besser. Jetzt fehlt nur noch ein passendes Straßenfahrzeug für den Transport in die Stadt. Errichte als nächstes ein Depot. Depots werden benötigt, um LKWs zu kaufen. Ich muss aber, glaube ich, noch eine... Wähle das Depot für Straßenfahrzeuge aus dem Baumenü und baue es in den gelb markierten Bereich. Ja, wartet mal kurz. Ich muss aber, glaube ich, noch eine Straße... Am besten so eine mittlere. Und genau. Werde ich mal daran rum. Und hier jetzt ein Depot, ne? Wollen wir. Okay. Aber pass auf, das machen wir mal so hier. Fast geschafft. Das Wirtschaftswunder ist in greifbarer Nähe. Juhu. Nur noch ein paar wenige logistische Kniffe und die Stadt wird mit Baumaterial versorgt. Klicke auf das Depot, wähle Straßenfahrzeuge kaufen und kaufe einen LKW. Wir kaufen einen Benz. Was sonst? Der LKW muss jetzt noch einer Linie zugewiesen werden. Du kannst die Linie wie vorher über den Linienmanager einrichten und den LKW dann zuweisen. Mach ich. Alternativ ist es auch möglich, direkt eine neue Linie für eben gekaufte Fahrzeuge zu erstellen. Nini. Klicke auf das Liniensymbol im Fahrzeugfenster und wähle Neue Linie. Oder wähle im Depot Linie zuweisen und anschließend Neue Linie. Füge anschließend noch die Haltestellen hinzu, die der LKW anfahren soll. Der LKW wird automatisch der neuen Linie zugewiesen. Wie? Was willst du von mir? Gratulation. Die Stadt bekommt bald ihre erste Güterlieferung. Der Aufschwung kann beginnen. Du fährst falsch übrigens. Du musst erst... Nee, du musst... Du musst erst zu... Du musst... Du musst... Du musst erst woanders hin, da ist doch nichts hier drin. Schau hin, nichts wartend, nichts vorhanden. Was willst du denn hier? Das ist doch völliger Quatsch, was du hier machst.
Stadt mit Baumaterialien versorgt? 0. So, jetzt ist er endlich auf dem Weg. Auf dem richtigen Weg. Oh, wenn man eine totale Zufahrt hier gebaut, ne? Nur zu... eigentlich ein bisschen overpowered hier, wenn man bedenkt, dass die Zufahrt hier so ein kleiner Feldweg ist, beinahe. Wie viel haben wir denn eigentlich schon hier in der... Wie viel kann denn der eigentlich laden? Wie viel kannst denn du laden, mein Freund? Achso, da wollte ich noch reinschauen. Ja, achso. Das muss schon in der Nähe im Einzugsbereich und dann geht's los. Ja, ne? Und woher sehe ich jetzt... Ach, jetzt hast du 8. Aha. Okay. Es wäre natürlich cool, wenn man dann sehen würde, wie die das einladen. Ich meine, das beschleunigt natürlich, das verlangsamt natürlich das Ganze, aber so von der Immersion her wäre es natürlich toll. Und hier ist die Fabrik dann, ne? Hier wird hergestellt alles. Und es wird jämmerlich Smog. Oh Gott, wird hier Smog. Wie viel hast denn du eigentlich hier schon Stein geliefert? Nur mal so als Gag. 17. Echt? Du bist ja immer besser. Obwohl, du könntest auch mehr liefern. Das weißt du hoffentlich. Du bist ja überhaupt im Klaren drüber, dass du eigentlich mehr liefern könntest. Ah, schaut hin. Jetzt ist hier das Zeugs hier drin. Haben sie nicht anständig sauber gemacht. Das ist natürlich doof. Ich glaube, ich kann mal so unter die Schiene drunter, aber wird nichts. Müsste da noch mehrere Ansichten geben. Also vielleicht vom Führerhaus aus, wo man so dann rausschauen kann. Ne? Das wäre schon cool. Ja, solche Wagen hatte ich auch in meiner Modelleisenbahn. Und dann hatte ich im Grunde so ein System, wo man dann automatisch, da konnte man was einfüllen, ne? Oben so kleine Kieselsteine. Und dann, wenn man auf eine Taste auf meinem elektrischen Pult gedrückt hat, dann ist es so oben so reingefallen. Da ist man so drunter gefahren unter dem Ding und dann ist es so oben, hat es aufgemacht, die Klappe, und dann ist es reingefahren. Reingefallen. So rum. Das fand ich schon irgendwie cool. Oh, jetzt! Fast. Diesmal hat es, glaube ich, ne? Das sind mehr. Kann man gleich mal schauen. Wahrscheinlich haben die gar nicht mehr so viel, haben die hier gar nicht mehr so viel Stein rumliegen. Wenn ich es recht bedenke. Ja doch, die haben immer 58 im Lager. Oder sehe ich das falsch? ...90 produzieren die. Erhalte die Produktion nach 6 Monaten auf, damit sich die Industrie vergrößert. Oh, schaut hin. 1950? Die sind stetig im Wachsen hier. Und da, schau mal hin, da ist doch irgendwas jetzt dazugekommen. Ach, das sind, ach so. Hier kommen die... Hier wird jetzt ganz schön aufgefüllt. Was machen die da immer Unterschied? Das ist sehr merkwürdig. Hä? Ist doch irgendwas faul. Ich sag, das ist irgendwas faul. So, was macht denn unser LKW? So, ich werde mal wieder euch das Ganze natürlich verkürzen. Ne? Also, das braucht ihr jetzt nicht mit anzuschauen. Aber ich will trotzdem nochmal hier die Linie 2 uns anschauen. Wohin fahren wir gerade? Zum Steinbruch, ne? Zur Fabrik. So rum.
Ja, man kann natürlich dann noch ein LKW vielleicht einsetzen, damit es ein bisschen schneller geht. Wie sieht es denn eigentlich so in der Stadt aus? Hier ist eigentlich nicht ganz so viel Verkehr, ne? Na gut. Ups. Bei 10% war schon geschafft. Okay. Ja, dann gehen wir zurück ins Hauptmenü, ne? Oh, wir haben das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Das ist alles, was man zu wissen braucht hier. Und dann gehen wir natürlich in die Kampagne. In die Kampagne. Aber der Test, der hört hier auf, ne? Ansonsten, ja, ich weiß noch nicht. Kann man mal so einmal die Woche, ne? So eine kleine Transport Fever heißt, glaube ich. Ne, das heißt nicht Fever. Man denkt immer, es heißt Fever, es heißt Fever. Meines Erachtens. Also ich glaube, es heißt Fever. Okay, dann war es ja eine kürzere letzte Folge. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran. Auch wenn immer Tutorials, ja, die sind ja eher langweilig. Ne? Aber ja, hier muss man sowieso, bei sowas muss man sowieso ein bisschen anders denken. Ne? Also wer hier auf schnelle Action, Story und was da drauf ist, der braucht das gar nicht anzuschauen. Ich sag erstmal ciao, ciao. Ansonsten hat mir das Spiel ganz gut gefallen. Bis auf die kleinen, ja, ich weiß nicht, ob es Bugs sind oder kleinen Fehlerchen. Ne? Ja, Fehlerchen kann ich gar nicht sagen. Es sind nur so, ja, es zieht sich ein bisschen, ne, bis so ein Passagier mal einsteigt und so. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist. Wahrscheinlich. Ciao, ciao.